Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Super Mario Maker One Level Per Day. Heute gehen wir das Ganze mal ein bisschen quizmäßiger an. Das heißt also, herzlich willkommen zu Amiibo Game Quiz. Quiz, 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 Quiz. Die heutigen Fragen wurden uns gestellt oder werden uns gestellt von Triforce35 alias Triforce35, sehe ich gerade. Okay, Amiibo Game Quiz Nummer 1. Let's do this. Okay, gut, da darf ich noch nicht ran. Dann gehen wir mal weiter. Das ist ein Amiibo-Quiz und ich schaff's nicht mal mehr über ganz einfache Spikes zu springen. Ernsthaft? Oh Mann. Oh mein Gott. Und hier komme ich nicht rein? Ah. Okay, was hat das jetzt mit Amiibo Game Quiz zu tun? Das finden wir bestimmt gleich noch heraus. Okay. Little Mac. Yoshi. Samus. Was? Ich nehme jetzt Yoshi. Warum Samus? Wo habe ich jetzt den Tipp bekommen, dass es Samus ist? Wo habe ich einen Tipp bekommen, dass es Samus ist? Ich habe hier einen Hinweis mit dem P-Switch. P-Switch, Feuerblume. Will er damit Metroidvania andeuten? Du kommst ohne das hier nicht weiter. Könnte jetzt einer der Ansätze sein. So, was haben wir jetzt hier? Ich würde jetzt hier fast sagen Tetris oder so. Was? Ja, so eine Grütze kommt echt nur bei Super Mario Maker. Ah. Excitebike. Okay. Was haben wir jetzt hier? Wir haben da Bomben. Und wir haben einen Koopa Trooper. Oh, verdammt. Das war doof. Hat das was mit Animal Crossing zu tun? Nein. Mewtwo? Nein. Ah, viele Münzen. Kravum. Ich würde jetzt sagen, was hat was mit Wario zu tun? War ich richtig? P-Switch. Hello Kitty. Splatoon. Ich würde jetzt sagen, Mario wieder. Nein, nein! Nein, 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 nein. Ich dachte jetzt ernsthaft, ich wäre falsch. Also ganz im Ernst, das ist... Sorry für das Amiibo-Quiz, aber es ist wirklich nicht klar, was du genau möchtest. Es ist nicht klar. Ja, das ist einfach... Es ist ein Raten. Triforce 35, es ist wirklich ein Raten. Also da irgendwie mehr Hinweise geben oder so... bei dem ersten konnte ich mir dann im Nachhinein das klar vorstellen, was du meintest, Metroidvania. Beim zweiten Excitebike, weil du dann diese
Sprünge hattest. Das dritte war mir überhaupt nicht klar und das vierte erst recht nicht. Ja, also, jo, keine Ahnung. Also, kann ich dir keinen Stern für geben. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich und sage, ich bin euer True, haut rein. Tschö, tschö.